So, Film. Lange Rede, kurzer Sinn, ne? Qualitätsjournalismus, jetzt. Sofort. Bitte. Auf Knopfdruck. Jetzt kommen wir endlich zur Kinovorschau. Und ihr kennt ja noch, der Nico war ja auch mal Mitglied quasi in unserem großen Mitglied in unserem großen Team. Bei Pau haben wir ja Seite an Seite gearbeitet. Allein deswegen konnte ich ihn ja nicht besiegen. Ne? Also da ist ja auch immer noch etwas. Verbundenheit? Ja, wenn du es so nennen willst. Ich nicht. Nee, doch nicht. Ich naja, auf jeden Fall. Ein anderes Wort. Hilft ja heute hier wieder bei der Kinovorschau. Und wir zeigen euch zum ersten Trailer, der ist vor einer Woche ungefähr rausgekommen, zu einem Film mit Scarlett Johansson. Lucy heißt das gute Ding. Wir sehen den Trailer gleich im Hintergrund. Da geht es darum, dass eben jene Frau, ich denke mal, das wird die Lucy sein, ich dachte, das ist nicht näher betitelt, doch, ist es. Ein Drogenpaket in sich reingeschmuggelt bekommt. Ich glaube, das macht sie nicht ganz freiwillig. Die bekommt ein paar Drogen implantiert und die soll sie halt schmuggeln. Genau. Dann kommt es aber zu einem Zwischenfall und eins dieser Pakete geht auf. Ne? Das kennt man ja. Ne? Zwischenfall, Nico? Ihr kickt da einer drauf. Also das sieht man ja schon im Trailer. Ja, ja, klar. Zwischenfall. Ja, aktive Gewalt und so. Ne? Na, auf jeden Fall nimmt dann ihr Körper diese Drogen auf und anstatt, dass sie dann entweder daran verreckt oder die übelsten Symptome zeigt, bekommt sie auf einmal ja fast Superkräfte. Ist ja cool. Ja, hättest du auch gerne, wa? Das sah so ein bisschen aus wie Neo, ne? Also von dem, was sie so konnte. Ja, richtig. Luc Besson ist der Regisseur. Den kennen die meisten von euch wahrscheinlich von Leon der Profi. Ganz, ganz toller Film. Oder Das fünfte Element. Und hier, 96 Hours hat er gemacht. Unter anderem. Um mal so neuere Filme zu nennen. Ja, aber ich wollte eher die ganz guten nennen. Wobei 96 Hours natürlich auch ganz gut. Aber er hat auch Arthur und die Minimoys gemacht. Ne? Das muss man ihm ja zulassen legen. genau, neben Scarlett Johansson sehen wir Morgan Freeman, der ist auch wieder in allem. Und worauf ich mich freue, ich muss das jetzt ablesen, Min-Siki Choi. Warum freue ich mich auf Min-Siki Choi? Min-Siki Choi ist Oldboy, wer den gesehen hat. Grandioser Film und der spielt da einen japanischen Gangster. Also, dass er einen Asiaten spielt, das ging ja auch gar nicht anders. Apropos Spielen, eigentlich sollte Scarlett Johansson Rolle nicht von Scarlett Johansson gespielt werden, nämlich von Angelina Jolie. Persönlich, wie findet ihr da generell so die Besetzung von Scarlett Johansson in so einer Rolle, in so einer actionlastigen Rolle mit ihr als Hauptheldin? Findet ihr das gut? Avengers und so? Also sie hat in Avengers bewiesen, dass sie das kann. Ja. Also ich sehe sie generell gerne und auch in diesem Film. Ja, ich würde sie auf jeden Fall Angelina Jolie auch vorziehen. Ja, definitiv. Ja, also ich weiß noch nicht, ich sehe den Film eher ein bisschen skeptisch. Aber cool. Also Luc Besson versteht auf jeden Fall was von Action. Man sieht im Trailer ja auch, dass ihre Fähigkeiten hinterher schon ganz schön overpowered sind. Ne? Also da muss man sehen, wie es dann hinterher im Film ist. Guckt euch den Trailer noch mal ganz in Ruhe an. Ist ja auch der erste. Jetzt erst kommen sicher noch ein paar mehr. Ja. Ja, genau. Ist ja noch ein bisschen früh. Ne? Ach ja, Release. Hast du Release gesagt, wann er kommt? Nee, im September. Ist das richtig? Ja, 4.9.14 kommt er. Genau, richtig. Wo wir gerade bei mehreren Trailern sind, unser zweiter Trailer ist auch schon der, glaube ich, inzwischen sechste aus der Trailerreihe. Also ich denke mal, wenn du alle Trailer zusammennimmst, hast du schon den halben Film. Aber Marci freut sich schon ganz besonders, denn diese Woche geht es los. Juhu. Mit Spider-Man, nee, The Amazing Spider-Man, das ist ja 2, Rise of Electro. Oh, geil. Du, möchtest du das erste Wort haben? Geil. Gut. Geil. Geil. Worum geht's? Ja, Spidey trifft auf neue Bösewichte. Wir kommen wieder zu Oscorp, der Goblin? Goblin ist es, oder? Ich bin ja bei Spider-Man so, ist richtig, oder? Ja, Kobold, Goblin. Kobold, Goblin ist. Der Kobold ist dabei und Elektro, ne, wie ja schon der Titel sagt. Ja, ich meine, es ist Spider-Man. Ne? Er wird wahrscheinlich Probleme bekommen, ein bisschen rumheulen und Probleme mit seiner Freundin haben, noch ein bisschen rumheulen und er ist halt kein Batman. Genau, wir haben ja gerade schon das Release gesehen. Ich bin da ganz auf deiner Seite. Also Amazing Spider-Man, wer den ersten kannte, kennt auch Andrew Garfield, der übernimmt nämlich die Rolle von Spider-Man wieder. Emma Stone ist auch ein Begriff, brauche ich nichts zu sagen. Wen ich wahrscheinlich auch nicht näher erklären muss, ist Jamie Foxx, der spielt Elektro. Dane Dehan, den sollte ich kurz erwähnen, den habt ihr hier auch gerade im Trailer gesehen, das ist nämlich der neue Green Goblin und den kennt ihr aus Chronicles und The Place Beyond the Pines, wer sich da noch erinnert, ich werde kurz nostalgisch, mein allererster Nerdstar-Beitrag war damals zu diesem Film. Ganz cool. Und Paul Giamatti, den liebe ich persönlich auch sehr gerne. Der ist sehr gerne, liebe ich den, ja, schön. Aus mir sprudelt es heute auch hervor. Eloquenter Ergüsse, whatever. Ergüsse. Paul Giamatti ist sehr, sehr gut. Den kennt ihr aus Ice of March und Barney's Version. Und der übernimmt die Rolle des Rhino. Ja, ja, nochmal Spaß beiseite. Ne? Natürlich gucke ich mir den Film auch an. Und wir lernen Peter Parker kennen, ne? Nachdem ja der erste Film so ein bisschen Einführung war. Ne? Quasi, wie ist er zu Spider-Man geworden? Und was bringt es alles so mit sich? Wie ist das jetzt weitergeführt? Ne? Wie wirkt es jetzt auf sein Leben aus? Er ist ja immer noch Schüler nebenher, muss aber nicht mal die Welt beschützen. Und
Ich glaube auch, dass mir das auch ganz schön zusetzen würde. Ne? Da wache ich auf einmal morgens auf, sehe, ah, zur Schule gehen, ah, Superhelden bekämpfen. Ne? Superschurken bekämpfen. Superschurken? Oder willst du die Superhelden bekämpfen? Ja. Bist du ein Superschurke? Ich dachte, er ist der Erste. Das ist gar nicht so leicht. Nee, Superhelden müssen ja auch manchmal Superhelden bekämpfen. Wie zum Beispiel Superman ja mal gegen Batman gekämpft hat, im deutlich besseren DC-Universum. Mit großer Schurkheit kommt auch große Verantwortung. Genau. Warte ganz kurz. Das ist jetzt sehr spontan. Loivado, mach doch mal eine Umfrage. Einmal kurz in die Chat noch einmal. Ich weiß, ich quäl dich heute, aber mach's doch mal bitte. Und zwar möchte ich wissen, was finde ich Zuschauer besser, das Marvel-Universum oder das DC-Universum? Genau. Wir quatschen noch ein bisschen über Amazing Spider-Man 2. Ich fand den ersten nicht ganz so cool, muss ich sagen. Das Problem, was ich damit hatte, wir haben schon mal ein bisschen darüber gesprochen, ich hatte das Problem damit, dass mir der Spider-Man durch Andrew Garfield dargestellt zu wenig Loser war. Der war zu cool, dieser ganze Twist, und es war mir auch mit Effekten zu überladen. Ich bin ja ein Freund von alt inszenierten Geschichten. Ich mag heute die ersten beiden mit Tobey Maguire sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne, echt, ist das so. Die ersten beiden Spider-Man-Filme. Ich muss ja sagen, ich schaue die gerne, weil ich finde, die haben einen tollen Look. Irgendwie. Den Look mag ich, der ist halt schön klassisch. Das ist nichts Wildes, nichts Pompöses, aber er funktioniert. Aber ich finde, er war mir nicht frech genug. Und Spider-Man ist halt einfach der größte Sprücheklopfer aus dem Comic-Universum. Und ich habe ja schon eben im Vorfeld, wo wir drüber gesprochen haben, der frechste Spruch, den der Tobey Maguire Spider-Man gesagt hat, ist ein Konter zum Kobold, und er sagt wohl eher Koblöd. Und da dachte ich mir so, ja. Aber du sprichst es gerade schön an. Wir reden ganz kurz über Comic-Universen. Wir haben ja sicherlich auch den einen oder anderen Comic-Fanerin. Ihr habt hier ein paar Mal im Trailer diesen Mac-Power Nashorn Rhino-Anzug gesehen. Und das ist interessant, denn Amazing Spider-Man gesellt sich ja zum Amazing Spider-Man-Universum. Der Anzug, den er da trägt, der gehört aber eigentlich in dieses klassische Mainstream-Ultimate-Spider-Man-Universum. Also ist im falschen... Passt eigentlich so nicht. Eigentlich müsste es dieser muskulöse Typ sein. Und wer Paul Giamatti kennt, das ist so ein fetter Typ mit einer Halbglatze und der ganz gern Wein trinkt, der wäre dann auf jeden Fall fehlbesetzt für die Rolle des Rhino. In diesem Anzug geht das klar. Aber ich meine, da kann man sich ja gerade bei Comicfilmen viel drüber streiten. Ja. Batman, die Dark Knight-Trilogie, hat ja auch aus vielen, vielen Comicreihen so die besten Elemente genommen und die miteinander verschmolzen. Und bei Comic-Verfilmung ist das einfach so, es wird in dem Sinne ein neues Universum geschaffen. Man kann nicht sagen, der heißt zwar The Amazing Spider-Man, das ist aber nicht der The Amazing Spider-Man aus der The Amazing Spider-Man-Reihe. Ist halt immer so eine Sache, kann man jetzt noch stundenlang drüber philosophieren. Genau. Aber wir sind schon über die Zeit. Wir sind schon über die Zeit. Ich sage noch ganz kurz, es wird der längste Spider-Man bis jetzt. Gott sei Dank. Und ich werde ihm eine Chance geben. Ich will ihn nicht im Vorfeld verdammen. Cool sieht er natürlich aus. Genauso wie die Community gerade abgestimmt hat, damit schließe ich das ab. Marvel liegt vorne mit 34,2%. DC auf den letzten Platz, noch unter beide oder keins, mit 18,4%. Also das, ich weiß nicht, ob du einen Sehfehler hast, aber es ist Gleichstand. Ja, Gleichstand. Ne? Dann teilen sie sich den letzten Platz. Beide oder... Auf jeden Fall... Siehst du jetzt sogar drüber? Marvel... Tolle Sache, DC auch toll, beides ist toll. Warum soll man sich immer bekriegen? Batman ist ein geiler Superheld, Spider-Man ist ein noch geiler Superheld. Und jetzt gebe ich ab zu dir, der noch was zu sagen hat, bestimmt. Genau. Schließe das Wort. Ich sage schon ganz viel im Chat gerade die ganze Zeit. Der ist sehr aktiv heute gewesen. Freut mich auf jeden Fall immer total, wenn hier so viel los ist. Waren jetzt auch viele über den Chris natürlich hier. Wir freuen uns, wenn ein paar von euch hier bleiben bei uns und uns Follow gibt bei hitbox.tv/nerdstar oder gerne auch auf Facebook und sonst wo. Der Loivado schreibt sicherlich gerne nochmal einen Chat, wo ihr uns da findet. Ich würde tatsächlich jetzt sagen, dass wir so langsam zum Ende der Show kommen. Eins habe ich noch. Eins hat der Marcel noch. Genau, ich möchte noch einmal kurz darauf hinweisen. Gut. Natürlich ist der Abend heute schon quasi beendet, aber morgen geht unsere Livestream-Reihe weiter, und zwar mit der Hashtag Hitbox Minecraft Challenge. Da bauen wir mit. Das ist quasi ein Wettbewerb, wo man quasi Sachen in Minecraft bauen muss. Das könnt ihr noch auf unserer Homepage nachlesen. Und auch wir haben ein Team, die da fleißig rumbauen, und täglich ab 19 Uhr ist auf hitbox.tv/nerdstar ein Minecraft Livestream. So, habe ich das auch abgegrast, und jetzt darfst du weiter Tschüss sagen. Genau. Genau, ich sage jetzt weiter, langsam, aber sicher Tschüss. Es war eine großartige Sendung heute. Wir haben viel Wissenswertes erfahren über Nintendo und über Trash Games. Und über Musician. Und natürlich über unseren super Gast Musician.
Wir hatten ein ausgeglichenes Road Battle, diesmal ohne Gewinner. Das muss das nächste Mal anders werden. Das kann beim nächsten Mal nur anders werden. Nico, wir werden sehen, wie das ausgeht beim Paintball. Ich sage dir, wir schenken dir nichts, mein Freund. Ich habe ein paar Spezialisten in meinen Reihen. Auf die freut ihr euch alle garantiert. Es wird famos. Ich bin sehr, sehr heiß auf das Ding. Ach, Nico, dir auch. Danke, dass du da warst. Ein Danke vor allen Dingen auch an Chris. Vielleicht holt Marcelli noch mal schnell hier zu uns rüber. Rück doch mal auf. Dann kommt er zu uns aufs Sofa und winkt gleich noch mal zum Abschluss. Ich sage auf jeden Fall, macht es gut. Ich wünsche einen wunderschönen Abend noch hier live aus dem Nerdstar Studio. Alles Liebe für diesen Abend. Schaltet wieder bei uns ein. Bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss. Tschüss.